Hi und willkommen zurück zu einem weiteren Demo. Heute ist es ein Horrorspiel. Es heißt Incantation. Ich habe mich, glaube ich, gerade schon 10-mal verlesen und kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Aber das soll ja nicht das Spiel stören. Okay, es ist, also die HUD-Anzeige ist komplett auf Englisch, konnte ich jetzt nichts umstellen. Ich kann es auf Chinesisch oder auf Japanisch machen, aber ich glaube, davon hat der Großteil der Leute, die das vielleicht sehen, nichts von. Okay, dann geht's direkt mal los. Bin schon gespannt. First Person Horror. Und wir müssen hier irgendwas ergründen. Schauen wir mal, wie das so läuft. Kann ich das wegdrücken? Ah, es lädt noch. Okay, ich merke es gerade. Okay, los geht's. Ja, Lindududa, hau kreio. Ne? Tut wenig schicker Gau. Das Ohr sieht nicht gesund aus. Mama einio. Mama hui jungen. Jungen einio. Okay, das wäre auch schon mein Kind. Jinko Zuine. 你女儿不见6年了哦，一定想她哦。你那封信哦，说你女儿在陈家村里，但你又不知道是谁寄的，不定就是诈骗哦。啊，你自己跑来，那是找无哦。我会的，我会找到的，我一定会找到的。哦，对了对了，会找到。 Interessant, also ist das Kind verschwunden anscheinend. Hena, Hena. Nimm mir den Gauer. Anni, denk ich, ganz in Ruhe. Hier, da, und du bist so. Was ist mein Leben? Komm mal. Sie, sie. Da, ja, du, 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 真的很谢谢你。不会啦，我冇做囝啊，伊哦，不管安怎，为了囡仔，咱什么代志拢做会出来，对不？怎么了？只要能找到丫丫，只要能找到他，我也。刚刚那人是不是？Creepy old man. 什么人？啊！干！ Oh je, okay. Jetzt wird's interessant. Ich habe noch nicht so viele Spiele auf Chinesisch gespielt, tatsächlich. Dieses Mal ein ganz anderes Erlebnis. Oh nein. Der Polizist ist weg. Und wir haben eine Spider-App. Okay, jetzt habe ich Kontrolle. Schauen wir mal. Photo of Mia. It has been 6 years since Mia went missing. Every time I see this photo of her sleeping peacefully, my heart yearns to hold her again. 6 Jahre schon. Wow, okay. Was haben wir hier noch? Anonymous letter. The scrawled letter may contain a clue about Mia's whereabouts. It reads, there's a child living nearby Shuangko Lane who also happens to be missing part of her ear. Ah, okay. Dann ist das Ohr tatsächlich weg. According to the locals, she was brought here several years ago. When she arrived, her skin was covered in ulcers, and she almost died. Perhaps that's the child you're looking for. Okay, was haben wir hier noch? Missing person report. Missing person case reported has now yellowed with age. Name Chen Mengxi. Nickname Mia. Gender female, person filling, Jasmine Lee. Okay. Relationship Mother. Ah, dann bin ich Jasmine, okay.
Notes, Microtia, Ear Deformity, Statement. Jasmine Lee reported that she took her daughter Chen Mingxi to the hospital to treat some skin ulcers. Her daughter was never released and subsequently went missing. Time filed und so weiter. Okay, das ist schon mal interessant. Den ganzen Eintrag hier lese ich jetzt mal nicht. Aber steigen wir es mal aus. Ich weiß nicht, warum die Qualität so ein bisschen ruckelt. Man kann nur Quality-Modus bei dem Demo einstellen. Nicht FPS-Modus, den gibt's hier nicht. Oder noch nicht. Daher, ich weiß nicht, ob es an Demo selbst liegt, aber ja, nur, dass man mal kurz Bescheid weiß. Tudigong. Statue. Oh mein Gott. Sorry, ey, mein Chinesisch ist unter aller Sau. Usually statues of the local land god are placed in nearby temples for people to worship and pray for safety. This statue, however, has been abandoned by the roadside. Who would throw away a religious statue like that? Hm. Ja, das stimmt, ne? Und, nochmal ein bisschen schneller. Mal hier. Private Property, do not enter. Wahrscheinlich muss ich hier aber rein. Aber ich guck mal noch mich hier hinten um. So. Kleiner Altar. Ja, okay, die Straße ist hier blockiert. Ist aber schnell außer Atem. Okay, let's go inside. Mal sehen, was uns erwartet. Hey, bleib stehen. Natürlich, weg ist er. Okay, warte. Das ist ein cooler Wald. Was war das? Was war das? Oh, mir Bretter. Weige! Dauer ich ja! Wow. Ist uns da gerade ein Kaninchen durch das Bild gesprungen? Man läuft ein ganz schönes Stück. Okay, jetzt hier auch lang. Na. Ja, weiter. Eine Statue. Eine Hütte oder ein Unterstand. Wahrscheinlich eher ein Unterstand. Okay. Gut, in Horrorspielen soll man alles erwarten, ne? Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sieht aber abandoned aus. Und daher hier kann man auch nichts machen. Okay, dann gehen wir weiter. Hey, Person. Hey, Liho. Hm? Ich bin hier sehr gut, aber ich habe keine Zeit. Hey, ich bin hier. Du bist hier, was soll ich machen? Ich habe einen Mann, der einen Mann hier zu haben. Ja, was machst du hier? Ich bin hier, um zu suchen. Ayi, hast du einen Polizist gesehen, der hier vorbei ist? Nein. Du willst vorher sehen, oder? Oh, ich bin hier nicht bekannt. Ayi, kannst du mich mit mir suchen? 哎呦，袂用得啦！ 我伫只等阮后生呢， 阿姨舍得来带我啦！ 伊哦，要带我去耍卡大呢， 啊，我俩咪要走啊！ 哦，诶，阿姨，你是这边的人吗？ 伫只带半世人啊， 拢唔敢要走。 不过哦，阮囝甲我讲哦， 叫我上好是两早搬走， 伊伫耍卡甲我照顾嘛较方便。 啊，你若是要找人哦，你就继续行啊。头前有人甲你斗相共。
哦，好，往那边对吗？啊，对对对对对，啊，你直直行就会看到啊啦。好，谢谢阿姨。爱卡细腻哦。Interessante Geste, kenne ich gar nicht. Noch nie gesehen vorher. Ja, dann gucken wir mal weiter. Das ist eigentlich. Das ist einfach nur mein Tagebuch. Backpack, Inventory. Sutras. Okay. Wollte nur mal kurz gucken. Ah, okay, die steht noch da. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn sie weg gewesen wäre. Das schimmert ja schön. Ah, ich mag das, wenn auf solche Details geachtet wird beim Programmieren von Spielen. Okay, die sagte den Berg hoch, aber ich gehe erstmal kurz hier hin. Ist hier ein Unterstand? Aber nichts weiter. Okay. Ich glaube, das führt alles den gleichen Weg hoch. Diese random Zäune hier, das ist schon mysteriös. Ah, da ist ja der Fester-Typ wieder. Das ist auch wieder Private Property, den wir enter. Da können wir uns durchzwingen oder was? Okay, guck mich mal kurz um. Hier ist sonst nichts weiter. Relativ straightforward. Da hat wohl jemand seinen Müll abgeladen. Immer düster. That's the point, I know. Eine Tür. Mehrere. Okay, gehen wir weiter. 外观是进去了吗？进去问问看好了。 Das ist interessant. Über so random Türen, das ist, das irgendeinen Grund hat. Okay, wir gehen jetzt mal rein. 抱歉，有人在吗？ Do it. Push it open. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Genau, die Tür geht nicht mehr auf. 请问有人在吗？ Anyone home finde ich auch lustig. Okay, können wir von ein paar Türen auf. Mach ich mal kurz hier unten. Na gut, wir gehen mal dahin, wo die Tür aufgegangen ist. Das scheint ja irgendwie. Dann halt nicht. Abgesperrt. Okay. Gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Okay. Birth Certificate. On the table is a birth certificate issued by an obstetrics and gynecology clinic with a strange note attached. Name of child, Gao Mingyang. Gender male. Mother's maiden name, Lai Huiyu. Father's name, Gao Tingxiang. Date of birth, ja, 28.11.2014. Place of birth, Neonatal OB-GYN. Also es gibt hier keinen Ort, sondern es ist einfach das Krankenhaus oder was. Okay, Delivering Doctor und so weiter.
Gut, und dann ist da so ein Poster drauf und da steht Luding Park Restroom am 5.12. 21 Uhr. Oder 12.05. Ich weiß nicht, wie rum die das Datum lesen, außer es ist hier einamerikanisiert, weil Date of Birth ist ja auch einamerikanisiert mit 28.11 in der für mich falschen Reihenfolge. Gut. Schauen wir nochmal kurz. Hier läuft ein Ventilator einfach so vor sich hin. Ein Whiteboard. Ja, Klassiker. Der Static-Fernseher. Und hier war bestimmt mal ein Hamster drin. Okay. Dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als erstmal hochzugehen. Was anderes kann man hier nicht öffnen. Und rauskommen wir ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Was ist das hier eigentlich? Lulu. Wo ist Lulu? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Komm mal hoch. Geht gleich wieder irgendeine Tür auf? Schade. Die scheint zum Öffnen da zu sein. Gucken wir mal rein. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Hier ist irgendwas passiert. Ein Bild. Child's Drawing. Pinned to the wall is a crayon drawing of people holding hands and smiling in a garden. Süß. Und daneben fette Blutflecken. So noch ein Bild, kann man sich aber nicht genau angucken. Mal hier. Letter to a child. A letter from a father written to his son who lives down the mountain. The letter was finished and ready to be sealed, but was never sent. Dear AJ, I'm sorry, but I'm too busy to make it to your birthday. I know you must be very disappointed. Trust me, I would come if I were able to. Didn't you say you wanted a robot toy? How about after I get off work, we'll go buy a present, then go to the amusement park and eat your favorite fried chicken? Love, Dad. Ja, den stecken wir natürlich ein, ne? Das sieht echt nicht gut aus. Sind das Zähne? Wow, da wurden einem aber echt alle Zähne gezogen. Okay. Die Uhr scheint auch stehen geblieben. Ne, die Uhr läuft sogar. Läuft sie auch weiter? Nein. Gut. Dann wird Teddy runter. Okay. Gucken wir uns mal hier noch um. Oh, hi. It's a person. Sensor. Bitte nicht einfach random Leute anfassen. I'm just asking for directions. Okay, was liegt denn hier rum? Note of caution. AJ, take mom and leave now. I've locked the door and the key is hidden in the trophy. Father, forgive me. AJ, you must never open the door. Never. Okay, welche Tür? Ist hier noch was? Nee, okay. Dann, gucken, ist das. Oh, lecker! Rotting fish head. The fish head on the table has rotted and maggots are crawling out of its eyes. Nom 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 nom. Lecker Abendessen. Ich glaube, mit dem kann ich nicht mehr reden. Was haben wir hier noch? Rotten apples. Rotten apples placed on an altar. They must have been here for a long time. During worship, people often offer apples to pray for peace, but the gods would certainly not be pleased with spoiled fruit. Nicht, dass es nach hinten losgeht. Oh, draußen sind ein paar Krähen. Okay.
Hier ist es nicht weiter. Okay. Hier ist eine Trophy. Dann muss ich wohl eine Trophy finden. What kind of Trophy? Gehen wir nochmal hier rein. Na, hier ist nichts weiter. Okay, dann vielleicht unten. Rennen wir die Treppe runter. Eine obvious trophy. Room key, a key hidden in a trophy. I wonder which door it opens. Oh, I wonder too. Ich glaube, ich habe schon so eine Idee. Tada. Open Sesame. Oh mein Gott, da liegt, glaube ich, ein Toter. Oh, vielleicht doch nicht tot. Er hustet nur. Die Uhren haben ja alle die gleiche Uhrzeit. Na gut. Alles klar, schauen wir uns den Herren doch mal an. Sieht nach einem Fluch oder sowas aus. Mit den Tätowierungen. Abe, du bist gut, oder? Das... ich... Oh mein Gott. Ein bisschen unglücklich. Sind wir hier in so einer Bank? Wahrscheinlich können wir unten durch. Oh, dann versuchen wir das doch mal, oder? Ist auch ein bisschen naiv, einfach random irgendwelche Leute anzulabern, die komische Dinge vor sich her blubbern. Aber gut, muss es auch alles geben, ne? Oh! Endlich, eine Taschenlampe. Darf nicht fehlen in so einem Spiel. Da laufen die Ratten rum. Das sieht aus wie Schutzsiegel oder sowas. Was haben wir hier? Sutra. Sutra? Sutra, ja. Dahe Buddha Mother. Praise the Buddha Mother. She who blesses all sentient beings. Sentient being. Ah, whatever. She bestows love and compassion upon the faithful while smiting those who transgress her with just retribution. I devote my whole being to you and you alone with offerings of blue silk, caterpillars and my body. Only the blessed Buddha Mother has the power to free me of all suffering. Okay. Ja, ziemlich. Ja, warum machen die das im Keller? Das ist eine gute Frage. Er wird schon seine Gründe haben. Wieso guckt der Buddha gegen die Wand? Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ah, hier kann man Spiel speichern. Ja, schön, dann machen wir das mal kurz. Interesting. Mal hier. Prayer Petition. Verily I beseech thee. Oh Gott, ey, das kann ich nicht lesen. Ja, okay, das skippe ich einfach mal fix.
Shakespeare in Englisch ist wirklich nicht meins. Also, ich muss ja auch noch hochgehen. Ach, jetzt sind wir in irgendeiner Garage oder so. Okay, ich habe hier gerade ein bisschen Wasser verschüttet. Kleinen Moment, geht gleich weiter. So. Da geht's nicht lang. Sieht ganz danach aus. Schön dunkel für eine Garage. Hier kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. Ich dachte vielleicht das Tor öffnen, aber na gut. Das Essen ist überall verrottet. Ist ja schon lange keiner mehr gewesen. Eine Garage mit eingebauter Küche? Hat es nicht alles gibt. Ist auch nicht durch. Eine Waschmaschine. Okay. Hat Strom angemacht? Fantastisch. Okay. Jetzt gehen wir hier rein. Da hat irgendwas die Tür festgehalten. Creep. Bei Blut, ey. Und Zigaretten. Tja, nee. Soll ich wieder zumachen? Geht das? Nee. Die macht aber auch echt langsam die Türen auf, also. Das macht die doch mit Absicht. So, jetzt können wir aber das Knöpfchen drücken, ne? Natürlich. Oh Gott. Hilfe. Okay. Let's run. Ist die Tür offen? Im Chinesischen wirklich auch sowas wie Fuck sagt. Anscheinend ja nicht. Das ist doch nur ein Geist oder so. Wieso ist es auf einmal so dunkel? Gibt es hier noch was Hübsches zu sehen? Lass mal ein bisschen exploren. Okay. Sieht nicht so aus. Wir auch nicht. Gut, dann rennen wir mal wieder unserem Officer hinterher. Interesting. Sieht aber hübsch aus. Oh, da steht jemand. Ey, das ist die alte von vorhin. Das ist nicht. Ah, jetzt mich. Ich
Ich habe nicht das Gefühl, dass du fein bist. Du bist unbequem. 住附近的话，要不要我扶你回家休息？ 没，我就踮遮等，我后生得要来啊啦，你紧找人啦。哦，好，那我走了，阿姨你保重。嗯。Der kommt nicht. Ist das sowas wie Gräber hier? Sieht zumindest aus wie Gräber. Hui, da lief ein Geist vorbei. Radio. Oh, das ist so eine Art Friedhof, ne? Gehen wir mal weiter. Ja, aber dieses Symbol hat ja dieser Typ auch auf, der da gebetet hat oder so ähnlich, hatte der ja auf seinem Arm, auf seiner Hand. Das ist auch, glaube ich, das Zeichen des Spiels. Da wird irgendwas mit einem Fluch sein oder sowas ähnliches. Excuse me? Okay. Das ist interessant. Ich bin jetzt quasi im Kreis gelaufen. What? Du Siri! Ob das die Frau war aus dem Haus? Also, die da. Guck mal, ist der nochmal? Das ist gleich, okay. Weil da war ja ein Papier, da stand ja was mit einem Sohn drauf. Mal gucken, ob wir gleich wieder vorne rauskommen. Oder ob es weitergeht. Wir sind wieder vorne. Sorry, meine Maus hat gerade angezeigt, dass der Akku niedrig ist. Nicht davon irritieren lassen. Ein Hocker. Soll ich den Geist hier nochmal irgendwo? Da. Da war er. Oh. Oh, das ist nice. Sacrificial clay figurine. A clay figurine wrapped in strips of exquisitely crafted cloth. It was likely intended to be placed on an altar for worship, but it's unclear why it was discarded here. Nehmen wir den mit und bringen ihn zu dem Altar da vorne. Ich glaube, das ist sinnvoll. So. Okay. What just happened? Und noch eine Runde. Mal gucken, was jetzt passiert. Vielleicht sind wir aus dem Time Loop ja rausgekommen oder so. Tatsache. Sieht anders aus. Schön, okay. Weiter geht's. Oh. Ist die Frau von eben?
ist tot. Hat sich erhängt. Hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen, so würde ich behaupten. Officer Will! Wo sind sie? Ein Haus. Oh, jetzt hat sie da stark geruckelt. Ein eingepacktes Auto. Oh, diese Blumen. Okay, hier können wir nicht mal. Hier? Wenn ich durchcrouche? Wer ist jemand? Guck mal. Der Boden. Ist ja gut, ey. Ich hab dir ja nichts getan. Abgeschlossen. So zu. Natürlich. Oh, hi. Die war gerade noch nicht da. Aber hier ist the key to the living room. Found in the hand of a mannequin, the key looks like it may lead to the living room. Woran auch immer man das erkennt, ich weiß es nicht. Aber dann gehen wir jetzt mal hier rein. Okay, creepy. Puppen statt Menschen. Kind. Und ein Familienfoto. Mal anschauen. Okay. Family photo. Surrounded by mannequins. The homeowner is making a strange gesture with his hands, grinning from ear to ear. Yeah, okay. Genau, nehmen wir einfach mit. Man weiß ja nie, wenn man so ein Foto braucht. Ein Buch. The bell raises perfect children. Okay. In this book discussing corporal punishment, the introduction states, although physical punishment leads to injury and creates fear in a child, it is the best way to swiftly correct behavior. It acts quickly, functions as a deterrent, establishes clear behavioral norms, makes the child immediately aware of their mistake and corrects it. Corporal punishment is also effective as a warning against future bad behaviors. Ooh. Not so sure about that. Not so sure about that. Mehr noch? OB-GYN Business Card. Ah, okay. A dirty business card for an OB-GYN clinic that reads Neonatal Obstetrics and Gynecology. Okay, das ist da, wo dieses eine Kind geboren wurde. Nochmal der gleiche Daddy. Ich sag ja, es ist überall die gleiche Uhrzeit. Also ein Overall, schon wieder von Lulu. Ah, das ist die Haustür, wo ich gerade nicht reingekommen bin. He rules. Gut, guck mal weiter. Was haben wir hier? Ein Safe. Die 1 fehlt und den Code kenne ich nicht. Also brauche ich es erstmal nicht versuchen. Telefon klingelt. Oh Mann. Blumenduster. Plumduster? Many of the feathers have fallen out of this plumduster, signifying that it has been put to good use. The handle is also cracked, suggesting that the duster has been used for things other than cleaning. Boah, ich hab mir daher mit den Insekten kaputtgeschlagen oder so. Joah. Seems like it's open from the other side, okay. Tür lässt sich nicht öffnen. Die ist versperrt. Okay, gehen wir hoch. Ah, hier ist eine Nummer. 5.
Können wir uns ja schon mal merken. 5. Noch eine Mannequin. Oh, mach doch die Tür nicht so langsam auf, ey. Denkst du immer sonst was? Okay. Ein Schlafzimmer. Picture Devotion to the Buddha Mother. Ah, dafür steht die Geste. Okay. 1. 5, 1, okay. Was haben wir hier? Vielleicht ein Bad? Nee. Aber hier komme ich, glaube ich, nicht durch. Okay. Mutter? Vielleicht hier? Nee. Springen kann die nette Dame ja nicht. Hier ist aber auch keine Zahl. Auch nicht. Okay. 5, 1. Wait a second. Du standst doch. What the fuck? Können wir nicht einfach hier das Mobiliar verschieben? Prayer. A prayer written by the homeowner for the blessings of his family. I've brought my family here. They too are your children. I humbly ask you to bestow blessings upon us, Buddha Mother. Interessant, dass sie immer falsch rum hinstellen. Aber gut, wird schon seine Richtigkeit haben. Ach nein, mannequin limp. This severed mannequin limp has been discarded in a corner of the balcony. It has been twisted into an unnatural position as if somebody ripped it off the body. Why would anyone do this? Poor mannequin. Ich mitnehme. Schade. Ah, hier kann ich ins Fenster einsteigen. Let's go. Natürlich steht der jetzt hier drin. Natürlich. Okay. Kassette. Cassette tape. Inside the radio is a cassette tape labeled with a Buddhist incantation. Was ich nicht lesen kann, weil es chinesisch ist. This seems to be where the chanting is coming from. Die Kassette liegt doch aber daneben. Na gut. Was haben wir hier noch? Page from a diary. Okay. The note contains unsettling words with the number 73 written at the bottom. It's purpose unclear. How dare they disrespect the Buddha Mother? Why? Die. 5173. Okay. Was? Wo? Oh. Hier keine weitere Tür. Da. Kurz gucken. 5173. Gucken wir mal. Ich gehe auch immer irgendwo rein. Sehr beengt hier. Bed. Homeowner's diary. The homeowner locked the door, presumably to protect the family from outside threats. But strangely, there's no one inside the house. The diary is torn in half and the other half is missing. Those bastards don't know how to respect the Buddha Mother. Now they've angered her and look what happened. I've locked the door. If y'all don't want to end up like them, stay inside and do what you're told. Do you hear me? I'm asking if you hear me. You,
You. Okay, dann riskieren wir mein Leben. Hier ist aber niemand. Ist noch was Interessantes? Das können wir drehen. Frage. Wie ist es richtig? Vielleicht? Ja. Gut gemacht. Was drin? Da, die 1. Numerical Button. There's a button inside this weird rotating disc contraption. I wonder where it came from. Ugh. I wonder to... Von dem Safe, würde ich mal sagen. Das ist wahrscheinlich die Tür, die ich nur von der anderen Seite öffnen kann. Jawohl. Warum hat die jetzt ein Messer in der Hand? Warum tust du das, Mannequin-Frau? Warum? Ist hier eigentlich noch irgendwas, oder? Nee. Na gut, wenn die mich gleich angreifen, weiß ich ja Bescheid. Das Kind ist weg, das Mannequin-Kind. Okay. Mal die 1 dran. Okay. 5, 1, 7, 3. Nee. Okay, dann 7, 3, 1, 5. Ja, das war richtig. Und das ist ein Schlüssel. Homeowner's Key. Given that this key was found in the safe, it probably opens one of the doors to outside. Oh, hi. Ja, willkommen. Okay. Die Tür wahrscheinlich nicht. Was wollt ihr denn alle von mir? Bisschen creepy. Dem Kind fehlt jetzt ein Kopf. Das ist jetzt die Frage. Du bist raus. Ah, klar. Die. Oh, nicht schon wieder. Was ist dein Problem? Warum bist du jetzt so bad? That's a stupid thing to do. Da jemand seine Puppe ertränkt. Gott. Why? Okay, gehen wir mal hier durch. Noch ein Buch. Doll's Heart. From the book's introduction, this seems to be a horror novel. Stories about a shut-in named Ding Hao who buys a life-size doll named Little She online in the hopes of having her as a companion. As time passes, Little She appears to be gaining self-awareness and Ding Hao begins to have feelings for her that he cannot ignore. Das klingt ja fast wie Androiden. Haben die mich schon die ganze Zeit angeguckt? Aber gut, nehme ich jetzt mal so hin, ne? Kannst du das? Dann wir versuchen es mal. Hier noch irgendwas? Nee. Dann squeezen wir mal. Hallo. Okay, der Typ mit dem Staubwedel steht jetzt da und hält die Tür zu. Alles klar. Interessant.
Boah, mach mal lieber zu. Ich könnte zu Kopfschmerzen kommen. Just saying. Ist jetzt tot? Vielleicht. Okay. Ist auch wieder so ein enger Bereich. Nee, kann man nicht durchgucken. Schade. Kommt man nämlich durch? Hm. Oh, hier. Mal wieder irgendwo durchkriechen. Ach ja. Noch mehr Mannequins. Ich kann das Licht auch anmachen, wenn es dir jetzt an oder auskommt. Jetzt an hier. Interesting. Ah, ich hab's doch ausgemacht. Okay, wenn ich die Lichter ausmache, machen die komische Sachen. Wenn ich sie anlasse, passiert nichts. Mal schauen, erstmal umgucken. Hey du! Warum rennst du weg? Tu dir doch nichts. Sehen. Okay, machen wir das Licht an. Why? Du verlierst ein paar Zähne, Junge. Holy shit. Bin tot. Ich bin tot. Okay, continue. Ja, gut, dass man sterben kann, war irgendwie absehbar. Darf sich auf jeden Fall nicht von so einer Puppe kriegen lassen. Ich gehe mal ein bisschen leiser sein. Nee, der ist schon weg. Turn off the light before opening the door, else the power will go out. Ja. Also muss ich das Licht ausmachen und dann schnell sein. Voraussichtlich. Immer noch nicht. Ich muss alle Lichter ausmachen. Auf dich zu bewegen. Oh Gott. Ach komm schon. Was ist denn falsch mit dir? Okay, dann müssen wir ein bisschen bedachter rangehen. Ich habe zwei von den Schaltern gefunden. Einer ist hier. Einer ist hier. Und
Der dritte? Könnte der sein. Nicht hier. Irgendwo in der Mitte? Tatsache, hier. Die im Dunkeln stehen, verfolgen mich. Okay, also am besten hier lang, da vorne durch und dann in die Mitte. Probieren wir es mal. Okay. Ich kann auch nicht an denen vorbei, ohne dass sie mich erwischen. Alles klar. Krieg das noch hin. Dann gehen wir da lang. Da lang. Moment. Ah, da kommt auch eine. Shit. Shit, 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 shit. Okay. Ah, verdammt. Ach. Okay, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Wenn ich hier das anmache, dann kann ich hier durch. Dann ist hier der Schalter. Die bleibt, glaube ich, im Licht stehen. Aber ich muss noch zu dem anderen Schalter. Der ist hier. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich hier anfange. Probier's jetzt einfach mal. Jetzt habe ich bestimmt gleich eine hinter mir. Natürlich. Machen wir den aus. Schnell hier durch. Und schnell hier durch. Oh, das sieht gut aus. Hat der... Alter, ich fass es nicht. Hat der gerade wieder einen Lichtschalter angemacht? Wow. Oh Gott. Wie? Wie? Okay, die Idee war gar nicht schlecht. Nur, dass die dann mir den Weg versperrt haben, fand ich ein bisschen blöd. Aber wenn ich... Ich probiere mal noch was aus. Nehmen wir jetzt mal den aus. Die macht ja nichts. Und weiter. Und hier durch. Habe ich alle? Yes! Nein! Du... Affe! Shit. Shit, 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 shit! Dieser Typ macht mich fertig. Okay. Das macht's nicht unbedingt einfacher, weil wenn dieser Typ die ganze Zeit die Lichter wieder anschaltet. Also der steht ganz hinten. Ich versuch's jetzt mal so. Oh, die habe ich gesehen, würde ich mal behaupten. Okay, ich gebe dir noch eine Chance.
Ich habe das Gefühl, danach kommt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel, weil das ist ja so ein typisches Horrorrätsel. Okay. Versuch's jetzt mal so rum. Mach den aus. Ich mach den aus. Mach den aus. Jetzt. Jawohl. Ah, mein Gott. Anscheinend haben sie mich nicht verfolgt. Ah, ein Kind. Hi. Ich glaube, ich wurde ausgenommen. Schon lange Demo. Also klar, ich habe jetzt gerade ein paar Schritte häufiger wiederholen müssen, aber ja, cool. Add to Wishlist, coming in 2024. Interessant, sehr atmosphärisch, finde ich. Ich mache das mal eben zu, weil das, der Buddha-Gesang ist doch sehr laut. Sehr atmosphärisch, sehr packend auch irgendwie, wobei vieles war jetzt auch ein bisschen vorhersehbar. Aber ich fand das ganz interessant gemacht mit dieser Buddha-Mother irgendwie. Mehr hat sich natürlich jetzt noch überhaupt nicht erschlossen, was da Sache ist, aber anscheinend ja irgendwas mit göttlichen Kindern oder ja, ähnlich, sowas ähnliches. Interessant, ja. Durchaus Spielpotenzial in der Vollversion. War jetzt auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung, auch mal was so mit chinesischen Wurzeln zu spielen. Okay. Ja. Fand ich ganz cool. Ich hoffe, es hat auch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Demo oder beim nächsten Let's Play. Man weiß es ja nie. Okay, ich wünsche euch was. Ciao.